Nachdem ich euch jetzt die Grundfunktionen des Red Elephant Stativsystems erklärt habe, also Dreibeineinsatz und Vierbeineinsatz, möchte ich euch jetzt noch eine Konstellation zeigen, die mir in letzter Zeit sehr gut gefallen hat, nämlich im Bereich Tier- und Naturfotografie fotografieren wir mit langen Brennweiten ja ganz gerne von einem Einbeinsystem herunter. Und so etwas Ähnliches, nur ein bisschen besser, würde ich sagen, kann man auch mit dem Red Elephant machen, nämlich ein sogenanntes Zweibein. Dazu schraube ich jetzt einfach mal die Hälfte der vier Beine, die wir hier jetzt gerade noch dran haben, ab und zeige euch, was man dann damit machen kann. So, das zweite Bein noch kurz abschrauben. Okay. Ich drehe auch mal die Beine, ich ziehe die Beine mal ein bisschen länger aus, damit man den Effekt besser sieht. So, was ihr jetzt habt, ist ein sogenanntes Zweibein. Und da die Kugel, wenn ich sie löse, sich einmal komplett auch nach unten drehen lässt, kann ich jetzt hier meine Kamera mit einer langen Brennweite bestückt, quasi im Schwerpunkt einhängen. Das heißt, ich kann die Kamera loslassen und die Kamera hängt jetzt unter dem Stativ und durch ihr eigenes Gewicht stabilisiert sie sich sogar. Ich brauche den Spanner jetzt nicht zu schließen und habe dadurch die Möglichkeit, die Kamera wirklich sehr weit nach oben und nach unten zu verschwenken, beziehungsweise genau umgekehrt. Und ich kann auch nach links und nach rechts eine ausreichende Drehung machen, um zum Beispiel ein Tier, ein Vogel, irgendwas, ein Löwe in der Savanne eben zu verfolgen. So, warum gefällt mir dieses Zweibein besser als das Einbein? Wenn ich meine Kamera auf dem Einbein einsetze, habe ich öfters mal die Situation, dass mir die Kamera mit dem gesamten Einbein nach links oder nach rechts verkippt. Das führt dann zu veränderten Bildausschnitten, eventuell sogar einem schiefen Horizont. All das kann jetzt hier mit dem Zweibein nicht passieren. Die Kamera kann nicht nach links und nach rechts weg. Wenn ich das Zweibein geschickt aufstelle, indem ich es ein bisschen vor mich stelle und damit sozusagen den Schwerpunkt zu mir hin verlage, kann das Zweibein auch nicht nach vorne wegkippen aus Versehen, weil dazu müsste es ein ganzes Stück nach vorne kippen. Das tut es aber nicht von selber, sondern es fällt jetzt eher gegen meinen Körper. Wenn ich loslasse, fällt mir die Kamera entgegen. Das heißt, auch hier kann nichts passieren. Die Kamera kann nicht nach links weg, sie kann nicht nach rechts weg, sie kann nicht nach vorne weg und sie kann nicht nach hinten weg. Und das ist ein Moment, der mir als Fotograf ein wirklich sehr sicheres Gefühl vermittelt. Das heißt, ich kann mich voll und ganz auf meinen Bildausschnitt, auf mein Motiv konzentrieren, indem ich dann einfach wirklich hinter der Kamera bin, mein Motiv verfolge und im richtigen Moment auslöse. Ich brauche mir keine Sorgen um die Sicherheit meiner Kamera machen. Außerdem steht sie durch zwei Beine wirklich sehr stabil im Boden. Das finde ich wirklich eine gute Sache an dem Stativ, also die Nutzung als Zweibein.